Hallihallo, liebe Camperinnen und Camper, das ist, glaube ich, die korrekte Ansprache. Das macht gar nichts. Kann ruhig jemand ins Bild laufen, wenn er das denn will. Ich stehe, wie besprochen und versprochen, am Twin 640 SGX Supreme bei der Firma Wohnmobile Eder im schönen Baden-Württemberg. Und da habe ich einen Herrn kennengelernt, der hat mich schon mal angesprochen. In Stuttgart, glaube ich, war es, gell? Ich filme Sie mal an. Hallihallo, grüß Gott nochmal. Und Sie haben dieses Fahrzeug bereits bestellt und kriegen das nächstes Frühjahr. In Schwarz, genau. Ich komme mal, weil Sie das ein bisschen kritisiert haben. Und Sie haben ja auch recht, das ist nicht mehr nicht so einfach mit dem Mikrofon. Wir müssen möglichst nah beieinander stehen. Es ist sehr leise, wenn man Ihre Videos guckt. Wenn es einer zwei, drei Meter weg ist, versteht man fast gar nicht mehr. Ja, manchmal wäre es gut mit dem Funkmikro, aber du hast immer diese Probleme, dann läuft das sowieso ganz weg. Aber wir kriegen das hin. Jeden Menschen recht getan. Dafür können Sie eins bestätigen, es ist immer authentisch, was wir machen. Ja, sehr gut. Also da wird nichts gestellt, die Sonne ist da, der Wind ist da. Und Sie filmen auch jeden Bereich ab, weil man oft sagt, Mensch, jetzt hat er das Bad nicht gefilmt. Das muss man auch dazu sagen. Ja, wenn ich mal nicht eins vergesse, vor lauter in Gedanken. Warum wir das Fahrzeug bestellt haben, es lag eindeutig am Hubbett, weil wir Handwerker sind und auch mal was laden möchten, wenn man so zwischendurch braucht. Darf ich Sie mal mit zu mir bitten? Ja. Gehen wir mal nach hinten und schauen wir da rein, wenn Sie schon ansprechen. Sie sind natürlich jetzt auch voll im Bild, aber Sie haben gesagt, Sie haben kein Problem damit. Das ist gut. Ducato Maxi werden Sie als Handwerker auch bestellt haben, weil Sie wahrscheinlich auch mit einer Anhänger Kupplung arbeiten. Und dann braucht man Maxi-Fahrwerk. Ich kann das auf 1,50 Meter aufmachen. Ich will mir dann hier einen Kasten bauen, wo mein Werkzeug reinkommt. Ja. Und kann hier noch weiter reinlegen. Ja. Das kann ich bei wenig. Und kann trotzdem noch, wenn ich dann jetzt auf 1,10 Meter rauf mit der Leiter rauf und wir können zu zweit noch rein. Und das finde ich fantastisch an dem Fahrzeug. Das ist gut. Sie können mir das schon fast wie Adria-Verkäufer erklären. Sie haben sich gut befasst damit, das ist klar. Ich glaube, ich kenne ihn in- und aus. Ja, sehr schön. Sehen Sie mal. Weil ich sage immer, ich bin der Flachmann, ich gehe zum Fachmann. Und heute sind Sie der Fachmann. Der Boden und alles, das Kairo, es ist einfach schön gemacht. Der Nachteil an dem Fahrzeug, aber bei uns stört es nicht, die haben sehr kleine Schränke oben. Einer, der richtig Urlaub geht, 3-4 Wochen, der wird sagen, das schaffe ich nicht, da kriege ich meine Sachen. Dann kann er sie unten ein paar Boxen reinstellen, wie auch immer. Aber natürlich, das eine ersetzt nicht das andere. Durch das Hubbett geht der Platz oben verloren, dafür haben sie ein breites Bett. Und beim Urlaub fahren kommt mein Werkzeug raus und den werde ich so bauen, dass dann das Klappfahrrad genau reinpasst. Und schon ist das auch erledigt. Der Wagen ist übrigens für alle, die sich noch nicht so auskennen, ich habe immer wieder neue Zuschauer dabei, 6,36 Meter lang. Und 2020 schon. Und ein 2020er Modell mit 6D-Temp. Seitlich, da gehen wir dann gleich nochmal außen rum. Jetzt schaue ich da nochmal näher rein. Übrigens, das ist ein Hubbett, das dermaßen stabil drin hängt. 200 Kilo belastbar. 200 Kilo belastbar und auch in jeder Höhe zu beschlafen, das kann man immer dazu sagen. Also weil viele stellen sich die Frage, muss es immer in der Parkposition sein? Nein, muss es nicht. Da hinten sieht man die Führungsschienen, da hat er zwei davon und dadurch ergibt sich auch diese enorme Stabilität. Wobei mit den Kästen, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, wenn ich davon ausgehe, das wird hauptsächlich zu zweit benutzt, so ein Kastenwagen. Manchmal fährt ein Dritter mit, dann bin ich da wieder gut dabei. So sehe ich es auch. Und dann muss man ehrlich sein, bei den Kastenwagen heute, das kennen Sie ja wahrscheinlich auch, Gewichte. Absolut. Das nutzt mir diese riesen Kästen, die ich habe. Ja. Beispiel Megamobil, schönes Auto, Riesenfächer. Aber Gewicht an der Grenze. Ja, es bringt natürlich immer die Erwartung des Kunden auch mit sich. Wenn er ein winterfestes Auto haben will mit ganz, ganz viel Doppelboden und Schnickstein, dann geht das auch wieder nicht anders. Das ist dieses Geben und Nehmen. Ja, man muss da wirklich die Kirche im Dorf lassen. Da hat jeder seinen Grund. Wenn ich das Strada anschaue, da gibt es kaum ein Auto, das unter 3,2 Tonnen rausrollt, in der Sparausstattung schon. Aber das schuldet man dem Ganzen. Ja. Und das Problem ist, in Österreich darfst du halt nur null Überladung machen. Richtig. Und da musst du schon aufpassen. Da muss man schon aufpassen. Sie lassen den dann auf 3,5 Tonnen zu? Ja. Okay, also von 4,25 nochmal abgelastet. Genau. Heizung, Diesel oder ehrlich, Gas? Diesel, der hat Dieselheizung, aber Wasser und Kochen ist mit Gas. Okay. Auch nicht unendlich. Vernünftig, ja. Dann spart man sich schon wieder den Platz hier. Hat man wieder einen Stauraum. Ja, der Boden ist schön gemacht, der hat eine schöne Ladekante drin. Ja, 1,20 Meter breit, das ist ein Traum. Ja. 1,90 Meter lang. Aber da unten hat man jede Menge Kisten untergebracht, gell? Da hat man oben einen Schubbecher. Das ist ein ganz lieb, den Kindern, wenn wir das miteinander machen. Zum Ausmachen. Ja, damit kompensiert er schon auch ein bisschen was und von unten den noch oberen Fehlenden. Ja. Und wenn man das Bett hoch macht, dann hat der da oben noch Fächer. Ich darf kurz. Ja, klar. Genau, da sehen wir auch gleich das Bett mal fahren.
Wenn man da jetzt reinguckt, sind auch noch Fächer, ja, wo ja, man, wenn man jetzt oben liegt und man würde das wegmachen, wo man eine Flasche oder was reinschaut. Das hat man schon gut hingekriegt. Ja. Wirklich schön gemacht. Auch gut jetzt die Lösung mit dem Seil hier. Ja. Da haben schon manche Leute, wenn ein Sturm gegangen ist, die Tür aufgemacht, dann hat sie die Tür aus der Hand gerissen und seitlich Beschädigungen. Kann jetzt nicht mehr passieren. Ja, das wird zusätzlich jetzt auch von Adria eingebaut. Es kommt nicht von Fiat. Ah, okay. Soweit ich informiert bin, ihr könnt mir gerne was anderes mitteilen, weil früher gab es ja die Möglichkeit, durch das Drücken ganz aufzumachen. Richtig, ja. Ja, das gäbe es immer noch und man sperrt es dann, weil viele wollen dann noch den Fahrradträger drauf haben auf der Tür, dann hat man die Beschädigungen. Also, glaube ich, eine gute Lösung, die man da gefunden hat. Kriegt mein Fahrrad unten rein, das ja, ist das Schöne. Ne? Das ist ein schönes Fahrzeug. Die Entschlägelung von innen. Tolle Sache. Ja. Gut durchdacht. Bauen ja auch viele zu. Ja, ich habe das neulich mal in einem Video gesagt, ich finde das schon gut, wenn man dann nochmal Entriegelung hat. Jetzt gehen wir mal zu den Fenstern. Es gibt ja immer. Hat er noch aufgesetzt. Genau, sieht aber edel aus. Richtig, das passt und zur Linie. Seitlich hat er die Rahmenfenster, was ich jetzt toll finde, dass es seit 2020 gibt. Ja, das ist auch neu. Ich zeige es euch mal. Sie merken, der Herr kennt sich aus. Also hier seitlich Rahmenfenster. Passt schön. Ich mache mal die Tür zu, damit wir das im Ganzen sehen. Ich hoffe, ich sperre niemand ein. Hallo, hallo. Ist jemand drin? Nein. Einmal noch in die Totale gehen, bevor wir uns nach vorne in den Wohnraum begeben. Weil jetzt steht er gerade so schön da. Und dann schauen wir uns auch dieses tolle Fenster nochmal an vorne. Und wie immer gehe ich auch einmal über die Auszeichnung. Dann kann jeder im Standbildverfahren schauen, was das Fahrzeug für eine Ausstattung hat, so wie es jetzt hier steht. Elektrische Einstiegsstufe ist klar. Sie dürfen mir gern wieder zur Seite gehen, wenn Sie noch Anmerkungen haben. Das ist immer ganz gut. Den Tisch kann man auch, wie bei vielen Fahrzeugen jetzt schon gewohnt, auch außen anbringen, dann hat man gleich einen Campingtisch dabei. Kritisieren dann wieder Leute, das haben Sie, glaube ich, auch in einem Video schon mal drin, dass man dann das Ding nicht zumachen kann. Du findest immer was. Immer, ja. Wir leben ja auch in einer Zeit, wo immer mehr geweckert wird, also das muss ich ganz ehrlich sagen. Das Skyroof hört man auch Negatives, im Sommer würde das aufheizen, aber sind wir mal ganz ehrlich, wenn man 365 Tage nimmt, dann haben wir 30 Tage, vielleicht über 30 Grad. Genau. Und die restliche Zeit ist wie heute, vielleicht 21 Grad. Da bin ich froh, wenn ich dann ein bisschen Wärme noch reinkriege. So ist es. Ich gehe mal rein. Wollen Sie ein Stück mitkommen? Dann höre ich Sie besser oder die Zuschauer hören Sie besser auf dem Mikro. Wir setzen uns mal rein und dann fühle ich Sie sitzend unter dem Skyroof. Das ist natürlich toll. Ich sage immer mit meiner Größe, auch wenn man kleiner ist, man haut sich halt an dem Staukasten immer mal den Kopf an. Herrlich. Und jetzt sitzt man wie in einem Teil integrierten. Eigentlich noch größer vom Raumgefühl her. Das Raumgefühl ist optimal. Das ist wunderschön. Also ich würde mich auch dafür entscheiden, wenn ich mir denn einen Kastenwagen kaufen müsste, würde, könnte. Ja, ist ein Wohnmobil mit 2,30 Breite und womöglich 7 Meter Länge ein Traum. Wenn ich ein richtiger Urlauber bin und 6-7 Wochen oder noch länger weg bin, dann ist das fast ein Muss. Aber wenn man das täglich verwenden will und einsetzen will, ist das das optimale Fahrzeug. Wir haben auch ein Multifunktionsfahrzeug, das muss man sehen. Ein Reisemobil nehme ich eher als Urlaubsfahrzeug. Richtig. Und das nimmt man immer, wenn er... Man kann halt mit dem doch noch wo in der Stadt einparken oder einen Ort. Auch da muss ich dazu sagen, in der Regel, weil viele nehmen auch das Reisemobil wie ich im Alltag. Da oben haben wir die gewohnte Adria-Steuereinheit und rechts daneben sitzt dann von Webasto nochmal hier der Regler für die Thoma, von Webasto der Regler für die Thoma-Heizung. Oh, jetzt habe ich mir mit beiden angelegt, also von Webasto der Regler für die Webasto-Heizung. Und dann haben wir nochmal von Whale, das kommt jetzt immer mehr in Mode, einen Wasserheizer. Sprich also, das sollte eigentlich die Fußbodenheizung sein im vorderen Bereich. Könnte man ordern, glaube ich. Ja, ich denke, es sollte so gesteuert sein. Da haben wir nochmal den Schalter für die Treppe. Nein, die Treppenschalter ist hier das unten. Ist fürs Bett hinten. Der ist auch fürs Bett. Also wir können doppelt schalten. Richtig. Vorne und hinten. Von hier. Ah, sehen Sie mal, gut, dass ich Sie dabei habe. Ich gehe da so richtig authentisch rein und wenn ich Fragen habe, frage ich den Spezialisten. Das ist wunderbar, auch Kompressorkühlschrank. Süß finde ich von Adria, dass sie was so Kissen dazulegen. Das sind so Kleinigkeiten, aber da freuen sich die Frauen. Ja. Und man muss ja wirklich sagen, Qualität, Preis, Leistungsverhältnis passt absolut. Ja, also, wir haben viele, viele Kastenwegen angeguckt im YouTube, auch persönlich da gewesen. Und haben auch festgestellt, vom Preis-Leistungs-Verhältnis, die Größe von den Schränken, uns reicht das, sind zweitvoll. Ja, ich denke es mir. Ja. Auch praktisch, dass man diese Ecken weggenommen hat. Da haut man sich gerne mal die Hüfte an. Meine Frau findet halt auch, dass das in einer Höhe ist. Ja. Kleiner Nachteil an dem Fahrzeug ist die Kochplatten. Du kriegst hier Pfanne und einen größeren Topf nicht drauf. Das haben andere besser gelöst. Entweder hätte man das noch rausschieben müssen und nebeneinander, oder dass man es wenigstens eben macht. Aber ja,
Aber andererseits wieder den Vorteil, ich kann schön sauber machen und schubst das gleich über. Gell? Ja, es ist immer so. Man findet was, aber ich sage mal, im Gros ist das schon eine tolle Lösung. Ja. Man hat Riesenschubladen, ja. Natürlich alle mit Softclose. Und für ältere Leute einen Kühlschrank genau in Höhe finde ich auch einfach toll. Also anders geht, finde ich gar nicht mehr. Ja. Nicht nur für ältere Leute. Kann ich einer wirklich bestätigen, ja, okay. Ja, ja. Das wird also als K.O.-Kriterium gesehen, wenn ich mich da runterbücke, ich mache das einfach mal vor der Kamera und muss dann da unten meine Getränke oder sonst was rausholen, also das kann schon ordentlich nerven. Apropos, wenn wir gerade Getränke sagen, übrigens Fernseher, Streaming, alles ist möglich, hier ist auch schon der Schwenkarm eingebaut und für die Getränke während der Fahrt hat man das ganz auch gemacht, dass man hier so eine kleine Ablage hat. Warum nicht schon vor 10 Jahren? Hm? Meine Frau hat schon für die kleinen 0,5 Liter Flaschen gehäkelt, so eine Schutzhülle. Das haben wir heute probiert, das passt wunderbar rein. Perfekt. Da wackelt nichts. Da gibt sie jemand wirklich Mühe. Ja. Dann hat man auch auf der Rücksitzbank übrigens eine schöne Optik hier und das fühlt sich ja richtig gut an. Auch die Sitze ein bisschen konturiert, dass es eine bequeme Rücksitzbank gibt. Wir kriegen es in Pepita, das sieht fast noch ein bisschen edler aus. Ja, ist wie immer die berühmte Geschmackssache. Ja, ja. Was man noch unbedingt zeigen sollte, ist oben ein Riesenfenster drin. Also das sieht unglaublich hell aus. Ja, das schaut ja da mal nicht, wenn man es auch geschlossen sieht. Das zieht sich aber die ganze Seite. Also der Dachstaukasten, ich würde ihn nicht vermissen, nochmal dazu gesagt. Man kommt in jedes Eck neu. Schöner Wagen. Und natürlich, was viele interessiert und was ich ab und zu vor lauter Überschwang vergesse, wir haben ein Riesenbad, vor allem mit Klappdusche. Das ist, glaube ich, jetzt, Sie wissen es wahrscheinlich besser, schon Serie mittlerweile, das Schwenkdusche, gell? Schwenkbad. Natürlich eine praktische Geschichte für alle, die es sehen wollen. Ich klappe jetzt einfach nur hier rüber und habe dann bereits ohne Duschvorhang oder ähnliches, was mir in der Gegend rumhängt oder am Körper klebt, wenn es nass ist, hier die Dusche und da dahinter ist jetzt die Toilette. Ich ziehe es nochmal zurück und dann sieht man das auch. Ich habe auch einen Platz, wo ich mir eine Shampooflasche hinstellen kann. Ich mit einem Mikrofasertuch etwas drüber und das Ding ist trocken. Dann ist gut, genau. Fenster ist auch immer so eine Diskussion mit vielen, die meisten wollen es oben haben. Ich finde es seitlich insofern gut, sollte es mal regnen, mal richtig regnen, ich habe auch geduscht, kann ich oben nicht aufmachen, das kann ich immer noch einen Spalt aufmachen. Genau, und zum Entfeuchten dann einen Durchzug herstellen und dann hat man nicht irgendwann noch mehr Schimmelproblem oder ähnliches. Aber das hat man wirklich schön gemacht. Dieser Anschlag ist hier der Puffer, damit eben das sauber anliegt, stößt dich dann hier in der Ecke. Schiebetür passt sich gut an. Ja, es steht nichts in den Raum rein, gell, weil man keine Tür hat. Und dann gehe ich nochmal unten rein, für alle, die es von hinten noch nicht gesehen haben oder nicht drüber geschaut haben. Und dann nochmal der Blick auf das Riesenbett. Das ist jetzt in der Längsrichtung, ich schätze mal gut 1,95 Meter. 90. Ich glaube, 1,84 Meter, 85 rechts. Okay. Also jetzt von mir aus jetzt, Entschuldigung. Ja, kein Problem. Ja. Das ist ordentlich. Ja, für 1,90 Meter, 1,95 Meter Leute ist das nicht ideal. Da gibt es andere. Ja. Aber man kann sich darauf einstellen, wenn ich jetzt mich anschaue mit 2 Meter. Ich habe in so vielen Fahrzeugen schon gelebt, ich glaube, das ist immer eine Gewohnheitssache. Ja. Man liegt eh nie Katzen. Nee, ich habe immer so eher die Embryonalstellung. Jetzt ziehen wir die Haxen schon an. Jetzt werde ich an Ihnen vorbeigehen, Sie dürfen sich ruhig gemütlich machen und verabschiede mich, weil ich glaube, wir haben das Notwendigste gesehen. Jetzt muss ich die Kamera kurz ausrichten. So, jetzt bin ich auf Ihnen. Vielen Dank, dass Sie mir zur Seite gestanden sind. Viel Spaß mit dem Fahrzeug. Immer gute Fahrt. Und wie sage ich am Schluss? Weiter campen, gesund bleiben. Das ist das Wichtigste. Vielen Dank. Wir sehen uns. Ich wünsche was. Und euch, liebe Zuschauer, ein schönes Wochenende. Wir haben Sie herrlich erwischt. Oder wenn ihr das seht, dann eine schöne Zeit. Und jetzt fühle ich mich natürlich wie immer zum Abschied noch einmal in den schönen Himmel hinein. Servus, macht's gut. Und schöne Grüße von Wohnmobile Eder. Servus.